bin Felix von DeepFilm und in unserem Format Deep People stellen wir Leute und ihre Leidenschaften vor. Heute besuchen wir Paul aus Aachen, der Kunst aus den Dingen macht, die andere Leute weggeworfen haben. Paul ist 28 Jahre alt und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich bin gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Dann schauen wir doch mal rein, einfach zum Paul. Moin! Moin, moin! Hi, grüß dich! Servus! Hi! Hallo, hallo Felix! Hi, Paul! Hi, cool. Willkommen! Genau, ja. Dann setzen wir uns einfach mal hin, oder? Und ja, gerne. Ein bisschen. Gerne, sehr gerne. Komm mit. Jo. Ja, wir können ja direkt einfach mal loslegen. Du bist ja als Künstler selbstständig. Mhm. Was machst du denn eigentlich für eine Kunst? Das weiß ich, glaube ich, selber nicht so ganz genau. Also ich kreiere Sachen, die mir gefallen. Die meisten Sachen sind natürlich Unterhaltung für die Wände, die einfach noch eine andere Aufgabe haben, als nur schön auszusehen. Du machst ja Kunst mit besonderen Materialien, kann man ja schon sagen. Mhm. Was benutzt du da und was zeichnet das so ein bisschen aus? Ich glaube, bei mir ist das so, ich habe früher auch auf weiße Leinwände gemalt. Ne, die hast du in so einem Fünferpack bekommen, habe ich mir die genommen und habe die auch bemalt, aber irgendwie so nach einer Zeit, die weiße Leinwand hat mir nichts gesagt. So, okay. Ne? Und dann bin ich in den Keller gegangen, da waren, glaube ich, schon alte Parkettböden und meinte so, ey, da male ich jetzt drauf, weil da ist ein Astloch und da male ich jetzt irgendwas drauf und kreiere das so mit rein. Und das Schöne ist dabei, Materialien zu nehmen, die schon ihre Lebenszeit hatten, ist Sperrmüll, fahre ich zum Werkstoffhof, was finde ich da, eine alte Tür, eine gedrechselte irgendwas, nehme ich alles mit und dieses Verbrauchsmaterial nehme ich, um wieder neues Leben einzuhauchen. Wie ist es denn mit deiner Kunst? Hast du bestimmte Themen, die du behandelst? Ich glaube, die Themen, die mich berühren, die verarbeite ich in meinen Werken. Und das ist eigentlich alles immer positiv. Also auch was negativ, wandle ich in positiv um. Der Affe, ne, der Nobby, ist halt auch so ein Fabelwesen für Erwachsene, sag ich mal. Also für alle, ne, dass sie sagen, sehe das doch alles nicht so negativ und es geht schon irgendwie weiter. Wie hat es denn eigentlich bei dir mit der Kunst angefangen? Also ich habe immer schon gemalt und mich kreativ ausgedrückt. Und dann fing das irgendwann an, ne, mit der Street Art. Irgendwie ist das interessant, so ein Fingerabdruck, immer wo man war, dazulassen. Ein Freund von mir hat dann irgendwann Ausstellungen gemacht. Dann hat er mich zum ersten Mal gefragt und das lief sehr gut bei mir. Und ich meinte, mal gucken, ob da noch mehr drin ist. So, ne? Also das hat mir irgendwie gefallen, ne? Dass ich dann sage, ey, ich produziere Bilder, stell die aus und irgendeiner kauft die und hängt sich die wieder zu Hause auf. Ja, und dann habe ich das mit der Street Art irgendwann sein gelassen und bin dann so in die Ausstellungsrichtung gegangen. Wann hast du deinen ersten Affen gezeichnet? Wann hat das angefangen? Ich glaube, mit 10, 11 habe ich so den ersten, so waren so die ersten Anfänge. Ne? Also ich wollte halt immer einen Affen haben, immer. Ne? Von Pippi Langstrumpf habe ich gesehen, es funktioniert, oder Unser Charlie, die Serie. Und irgendwie war immer noch der Schimpanse mir so nah, dass ich dann sage, okay, dann kreiere ich halt mein eigenes Haustier und mein eigener Wegbegleiter. So, ne? Ja, wenn man sich hier so ein bisschen umschaut, ist das ja auch präsent. Mhm. Mit dem kann man halt echt super viel aussagen auch. Ne? Der ist einfach da und erfreut dich. Ja. Ich finde, wir haben schon einen krassen Eindruck bekommen und mich würde interessieren, wie machst du denn eigentlich deine Kunst? Wo? Ja. Die meisten Bilder entstehen hier in meiner Werkstatt. Ja, also wahrscheinlich da drüben. Drüben. Ja. Wollen wir da mal hingehen? Ja, gerne. Klar. Wir lassen das mal machen. Also ich muss jetzt noch ein Bild fertig machen für einen Kunden. Da kannst du mir gerne bei zuschauen. Ja, so gerne. Genau, sollen wir uns mal als Künstler anziehen? Dann ja, genau. Einen Kittel. Dann passt es auch. Okay. Wo kriegst du denn eigentlich deine Ideen her? Die Ideen kommt von ganz vielen Seiten. Wenn ich alleine über Sachen nachdenke oder wenn ich situationsbedingt irgendwas aufschnappe, das ist schon eigentlich alles von meinem Umfeld sehr, sehr großer Einfluss auch. Ne? Hattest du schon mal die Erfahrung, dass dann die Produktivität nicht kam? Ja, eigentlich ist das so. Bilder produzieren, wegstellen, weiter geht's so. Ne? Also immer dieser Antrieb. Und wenn man ein bisschen so die Luft raus ist, dann merke ich so,
ich muss mal wieder sowas machen. Die Leute wollen ja auch was Neues sehen. Ich will ja auch was Neues sehen. Ich denke, diese Einstellung ist ja dann wahrscheinlich auch der Grund, warum du so produktiv bist. Ja, da ist auch Tag- und Nachtzeit spielt da keine Rolle. Das ist wirklich so, ich habe Bock da drauf, jetzt, das wird gemacht. Wenn du jetzt ein Bild hinstellst, hat man ja schon irgendwie so den Plan, was mache ich jetzt, ne? Denkst du da viel nach? Nee. Also ich glaube, also dieses Nachdenken, um zu wissen, was man jetzt produziert, das ist schon sehr präsent. Ja. Beim Machen schalte ich ab und ich weiß, okay, ich mache was und ich freue mich einfach gleich, das zu sehen, wie es nachher aussieht. So. Ich arbeite sehr intuitiv und will das einfach machen jetzt und erst stellt sich später raus, was ich damit eigentlich im Unterbewusstsein, was es mit mir gemacht hat, so, ne? Was ich überhaupt dann auch ausstelle. Ja. Nächstes Bild. Ich habe da mal was vorbereitet. Okay, also diese Passkanten, die musst du jetzt schneiden. Okay. Geht's jetzt ans Eingemachte? Go! Wie lange brauchst du für sowas eigentlich? Für die jetzt? Ja. 5 Minuten. Okay. Du hast schon eine Viertelstunde, Felix. Brauchst du für so ein Bild? Also die Trocknungszeiten sind so das Längste, was dauert. Wenn ich dann in Serie produziere, dann mache ich halt auch 20 Bilder gleichzeitig. Wenn ich einmal die Schablone habe, Da ist man so richtig im Flow. Ne? Das kann schon mal einen Tag dauern, aber so eine Schablone wird so in der Regel 1,5-2 Stunden wird das fertig sein. Die Kreativarbeit ist ja dann mit der Schablone eigentlich dann getan. Ne? Genau. So, ich hoffe, die Schablone ist nicht Fritte, aber sieht eigentlich ganz ganz aus. Ja. Da ist es gut gemacht, da ist ein bisschen Fritte gebaut. Gut. Jo, Schrittschablone haben wir. Jetzt geht's zum nächsten Schritt. Was ist der nächste Schritt? Sprühdose aussuchen. Das sieht für mich jetzt erstmal nach einem Deep Orange aus. Nehmen wir den. Okay. Dann habe ich lange nicht mehr benutzt. Dann nimmst du dir ein Cap, was im besten Fall funktioniert. Immer gut schütteln. Immer, 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 immer. Wichtig ist, ne, wenn du lange drauf hältst, so, wippt das halt. Ne? Mhm. Am besten ist nicht zu weit, nicht zu nah dran und nicht so sprühen, sondern immer drücken, 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 drücken. Und dann kriegst du eigentlich eine relativ schöne Ebene hin. Okay. Auf Weg. Oh ja, Herzklopfen wirklich. Okay. Super. Ja, super. Mhm. Ich würde sagen, wir sehen uns das Ergebnis an. Nice. Genau. Und jetzt kannst du in Produktion gehen. Und jetzt hast du in 2 Minuten 2 Bilder produziert. Können wir noch eins machen? Dann hat jeder eins. Ja, klar. Thank you.
haben wir ja das Problem, dass durch die Farbe sich das, die Pappe so ein bisschen hochhält. Das heißt, ich nehme dieses Utensil, Plastikmesser, und drücke das während dem Sprühen runter. Wir präsentieren das Endprodukt. Ein bisschen drunter genebelt, aber ansonsten finde ich es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Ja, dann nochmal die Frage: Gibt es eigentlich ein Werk, auf das du richtig, richtig stolz bist? Ich glaube, die größte Respekt habe ich vor Sachen, die ich nicht nochmal machen werde. Nur da zählt das Kaugummi-Bild dazu. Wieso willst du das nicht nochmal machen? Viele Leute haben daran mitgearbeitet mit Speichel und Fingerabdrücken und so. Und ich habe täglich, glaube ich, über 4 Monate lang habe ich pausenlos Kaugummi gekaut und habe jeden angeboten, noch ein Kaugummi zum Nachtisch. Und alle wollten, nein, nicht schon wieder. Und da habe ich gesagt, ich muss das aber fertig machen, dieses Bild. Und das ist so, was ich auf jeden Fall weiß, dass ich das nicht nochmal machen werde. Aber ich bin froh, dass es existiert. Wollen wir uns nochmal hinsetzen? Da können wir noch ein bisschen quatschen. Ja, klar, gerne. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Tag in deinem Leben als Künstler aus? Der fängt mit gestern an und endet mit morgen, so würde ich jetzt mal sagen. Ich bin schon sehr, sehr, auch am Wochenende, Samstag, Sonntag bin ich immer irgendwie am Tag mit irgendwas beschäftigt. Bleibt da noch Platz für Privatleben oder gibt es da aber Privatleben dann? Das auf jeden Fall. Doch, ich kann schon doch auch abschalten, wenn ich sage, so, mein geregelter Arbeitstag um 17 Uhr ist vorbei. Das darf nicht zu kurz kommen. Ja. Wie ist das denn mit deinem Netzwerk? Tauscht ihr euch generell viel aus? Oder wie ist das? Bist du eher so der Einzelarbeiter dann? Ohne das Netzwerk geht das auch nicht. Also ich habe Filmer, ich habe Illustratoren als Freunde, ich habe auch die Streetart-Leute. Das finde ich auch schon, das hat in Aachen eine ziemlich krasse große Stärke, dass man so einen Pool hat, wo man darauf zurückgreifen kann. Und wenn man den Kontakt nicht weiß, dann kennt irgendeiner von deinem Kollektiv das. Kommen wir mal so oft auf deine künstlerische Kindheit so ein bisschen zu sprechen. Wo denkst du, hast du deine künstlerische Ader her? Von meinen Eltern. Die haben mich als kleines Kind schon mit in Galerien und Museen geschleppt und waren sehr, sehr viel Kunst interessiert. Und meine Kunstlehrer haben das damals auch gesehen. Ich habe halt auch Bilder gemalt für Leute, die gesagt haben, mal mir mal eben was hier, damit ich eine Note bekomme, so, ne? Und ich hatte mal bei so einem Malwettbewerb teilgenommen. Da habe ich dann einen 2. Platz gemacht, 50 Mark gewonnen. Und da war für mich so klar, ach krass, eine externe Jury, die keine Freunde und keine Bekannten von meinen Eltern sind, haben mich ausgewählt. Und das war, glaube ich, auch so für mich so einer der vielen Grundsteine, weil dadurch ist es auch alles so passiert, wie es jetzt ist. Was willst du mit deiner Kunst irgendetwas aussagen? Ich kann jetzt auch nicht sagen, guck mal, das ist Kunst, das ist keine Kunst. Ich produziere meine Gedanken in Bildern und das ist so der Startschuss für die Leute, die es dann sehen. Und die können dann die Geschichte oder irgendwas, was sie darin sehen, selber zu Ende bringen. So, ne? Also meine Werke nehmen sich meistens nicht so ernst. Da ich, glaube ich, schon ein sehr fröhlicher Mensch bin, sieht man das in Werken auch an, dass ich jetzt keine politische Aussage oder irgendwas den Leuten beibringen will oder so. Das ist einfach nur so, sie sind da, erfreue dich dran und dann ist auch gut so, ne? Und ich glaube auch, dieser Twist bei den Leuten, guck mal, so eine Schrankwand haben wir auch zu Hause noch. Jetzt hängt die hier in so einer Galerie, ne? Lustig. Ne? Das ist halt so, nochmal den Leuten zu sagen, es ist nicht alles Müll, was ihr wegschmeißt. So, ne? Die Leute geben dir ihr Müll, dann kommt das Ganze aus deiner Fabrik quasi wieder zurück und es ist auf einmal Kunst geworden. Ja, genau. Wenn du jetzt ein Bild gemacht hast und du hast es fertig gemalt und du stellst es hin, ist damit der kreative Prozess zu Ende oder geht das dann noch irgendwie weiter? Nee, der geht sofort weiter. Ne? Ich habe das Ding produziert, das Bild, guck mir das immer wieder gerne an. Manche hänge ich mir auch selber in die Wohnung. Und dann fängt ja theoretisch die große Arbeit an. Ausstellung planen, gucken, was nimmt man mit. Und dann taucht das Bild nochmal in einen ganz anderen Kontext auf. Dann redet man darüber mit anderen Leuten. Ne? Und diese Interaktion, die ist super wertvoll. Hast du so was deine
die Galerien angeht, irgendein System oder eine Planung, wie du die verschiedenen Bilder hängst? Würdest du dich da als perfektionistisch beschreiben? Ja, ich denke schon. Wenn es wirklich um Ausstellungen geht, das sind ja so Babys, die man dann hat, ne? Also du bist selbst dafür verantwortlich, so. Du hast alles in der Hand, ne? Du kannst die Flyer selber machen, du machst die Pressearbeit zusammen, du guckst, dass rote Punkte da sind, du guckst, dass du am Vorabend kein scharfes Essen gegessen hast oder irgendwie Spinat oder so, ne? Das ist wirklich so, wo du sagst, okay, das muss alles passieren, damit ich die Ausstellung gut eröffnen kann, so. Auf was achtest du denn noch so? Worauf legst du Wert in der Ausstellung? Mir ist wichtig, dass es pünktlich losgeht und ich will einfach den Leuten in der Zeit, wo ich ausstelle, eine gute Zeit geben. So, ne? Und das zeigt mir dann auch nochmal so, dass ich durch die Bilder oder durch das Happening, was ich denen gebe, die aber ganz viel wieder mir zurückgeben. So, ne? Also sehr zwanglose Veranstaltung, ja. vom Ambiente. Kleine Kinder, Hunde dürfen alle mit rein, das ist alles so. Alle Altersklassen. Alle, ja, genau. Cool. Ja, also hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. War ein cooles Gespräch. Auch. Die Werke, die ich jetzt gemacht habe, die Sachen, kann ich die mitnehmen? Ja, natürlich, klar. Ist auch klar. Cool. Hast du ja gemacht. Dann Dankeschön. Gerne. Kommt nach Hause. Jo, mach's gut. Vielen Dank. Paul ist ein unglaublich liebenswerter Mensch und er ist sehr, sehr kreativ und produktiv. Er nimmt das, worin andere Leute Müll sehen, und macht daraus etwas, was einen neuen Sinn bekommt und die Menschen bewegt. Auf seinen Ausstellungen kann man einfach nur ein Bier trinken und miteinander reden, aber man kann auch seine Kunst bestaunen. Der Besuch bei Paul hat mich sehr inspiriert und die Werke zu machen hat auch sehr Spaß gemacht. Deswegen heißt es für mich, auf ins nächste Projekt. Das war Die People und bis zum nächsten Mal. Ciao!